Hallo, heute zeigen wir euch den Verteiler. Bei dem Verteiler ist es wichtig, wenn man den bedient, nicht rüberhocken, sondern und mit einer Hand hier anfassen. Es gibt drei verschiedene Rohre. Das erste Rohr, das zweite Rohr und das Sonderrohr. Wassermarsch! Bei dem ersten Rohr schließt man immer ein C an, bei dem zweiten auch und bei dem dritten Rohr schließt man normalerweise entweder ein B an oder mit einem, wenn man das Reduzierstück dran hat, ein C. Aber meistens ist es ab und man benutzt nur den B. Zum Eingang des Verteilers schließt man immer einen B-Schlauch an. Das war's zum Thema Verteiler und beim nächsten Mal schauen wir uns die Strahlrohre etwas genauer an.